Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Aalghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Das hättest du vielleicht nicht sagen sollen. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Sehr gut. Und du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Alles klar, ist Kampftutorial. Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Obwohl ich gerade sage, das Kampftutorial werde ich komplett überspringen. Das brauche ich jetzt nicht mehr und das ist für euch auch sowas von überhaupt nicht interessant, mir zuzugucken, wie ich genau das mache, was er sagt. Das ist wirklich saulangweilig. Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Ist ja schön, falls die Leute das rechts gelesen haben, dass man morgens um 10:30 schon von irgendwelchen Rumänen beleidigt wird. Top Sache. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Alles klar? Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich erzähle mir von unserem Traum. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten.
Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Was sagst du so? Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Gut. Dann Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Jawohl, und da geht's natürlich gleich ab in den Kampf. Jetzt kriegen wir so kleine Tutorial-Tipps noch dazu zu unserem Lager. Wird mit einer Kiste symbolisiert, da können wir Sachen ablagern und so weiter und so fort. Bis dahin noch nicht wichtig. Oh ja, Monster. Ich verprügel die jetzt erstmal kräftig. Und hoffe, dass ich dabei nicht drauf gehe. Welchen Zauber habe ich? Die Stoßwelle, okay. Mit L1 kann ich hier die verschiedenen Zauber aktivieren. Ich nehme mal den Feuerzauber. Los, auf sie! Muss ich erst warten, bis meine Ausdauer wieder gefüllt ist. Damit ich das Ding einfach im Brand setzen kann. Jetzt geh mal nicht auf den Keks. So, Adrenalinpunkte. Ja, wie war das nochmal? Ich erhalte Adrenalinpunkte, wenn ich Gegner angreife. Unbestimmte Fertigkeiten brauche diese Punkte. Genau, außerhalb des Kampfes verringern sich die Punkte dann wieder. Vitalitätsregeneration, ja, meine Lebensenergie. Wenn ich auf Steuerkreuz nach oben oder unten drücke, kann ich was essen. Und hier haben wir unser gutes Pferd, Plötze. Da muss ich sagen, also für das Pferd hätten sie sich ruhig einen anderen Namen einfallen lassen können, außer Plötze. Da gibt es nämlich andere Wörter, die sich darauf reimen, das sage ich jetzt aber hier nicht. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt? Okidoki. Ja, ich weiß, wie ich mein Pferd reite. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen Mach kann? Langsam. Nein, weil sie Leichen fressen und damit das Schöne ist, verhindern. Ich weiß, die Rede gerade ist blöd, wenn ich dazwischen rein spreche, aber wenn ich auf einer Straße bin und halte X dabei gedrückt, dann reitet der automatisch der Straße hinterher, was unter Umständen doch ganz praktisch sein kann. Dann muss man die ganze Zeit das Pferd lenken. Ich glaube, im Galopp macht er das auch, ja. Gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Ihr sollt euch nicht gegenseitig abdrängen, wir sind nicht bei der Formel 1. Aber mein Pferd hat auch nur eine gewisse Ausdauer zum Galoppieren. Wenn die aufgebraucht ist, logischerweise. Galoppiert das Ding immer. Na, ist kaputt. Und da unten, ich weiß nicht, ob ihr auf der Karte gerade gesehen habt, kurz vor der Brücke, sind unten links 2 rote Punkte gewesen, also 2 Gegner. Mit denen habe ich es gestern versucht aufzunehmen und das war ein One-Hit. Da habe ich gedacht, ich bin voll cool und habe halt auf die Fresse gekriegt. Gehen wir?
Jetzt hat es auch noch geklingelt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt. Schwanzlutscher. Die ist doch geil, der Schmorgens und halt auch schon von Rumäne beleidigt. Nee, das ist mir schon öfters aufgefallen. Dass du als deutscher Streamer oft eine Neige drückt kriegst. Wir waren schon oft online, wo dann Leute reinkommen sind. Ist der weg? Und dann gesagt, schon wieder so ein Nazi-Stream und so Sachen. Komm raus. Haben wir alle schon erlebt. Naja, das soll jetzt aber hier nicht das Thema sein. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Mhm. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ich hab schon insgesamt nicht gleich mal hier hoch. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben. Ja, definitiv. Ja, weil es doch noch der alte Code ist. Dann hast du doch mit dem Handy auch schon drin gehabt. So, er schuldet uns nichts, wir sind so gut. Du schuldest uns nichts. Der hat gerade alles verloren, braucht uns nicht noch was abgeben. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Den Spruch habe ich allerdings noch nie gehört. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. So. Wo ist mein Pferd? Kann ich hier irgendwas einsammeln? Bin ich schon gerade. Also natürlich, ja, wir können noch mit dem Touchpad auf dem Controller. Kommen wir mal in unser Menü. Da haben wir unsere Weltkarte, Quest, Inventar und so weiter. Und auch unser Glossar, in dem sich unser Bestarium befindet. Wo man über sämtliche Gegner, gegen die wir kämpfen, Informationen bekomme. Zum Beispiel, was gegen die im Kampf wirksam ist. An Zauber, Öle, mit denen wir zum Beispiel unsere Waffe mit Effekte ausstatten können. Bombe und lauter so Gedöns. So. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Ich sehe da gerade eine Pflanze. Ich bin jetzt einfach mal so dreist, lauf da kurz hin und zeige es euch. Hier sind überall in der Welt Blumen, Pflanzen, Kräuter versteckt, mit denen wir wohl später auch Sachen brauen können oder ähnliches. Soweit war ich leider noch nicht. Deswegen nehme ich einfach mal mit, was so auf dem Weg liegt und schaue, was ich später draus machen kann. Kann man die hier ganz dreist irgendwie plündern? Nee, die sind total zerfetzt. Da ist unser Pferd. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg Richtung Weißgarten in die Herberge. So aber nicht. Junges Fräulein. Also, ein Greif so nah am Dorf. Seltsam. Also, manchmal ist die Steuerung ein bisschen hakelig. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Besiedelte Gebiete. Ich näher mich einem Dorf und ich darf der Frieden nicht stören und so weiter. Da gibt's, weil die Wache und so, die sehen das nicht gern, wenn ich klaue oder Leute bedrohe oder belästige. Und da gibt es auch Anschlagbretter, also ein schwarzes Langsam. Brett, auf dem ich Aufträge finden kann. Oh, ich habe den kleinen Junge aus der See umgeritten. Es tut mir leid. So. Komm rein, du blöder Gaul.
Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Dreh der kleine Arsch. Du möchtest gern Biker. Mit deinem 70er-Jahre-Pornoschnauze. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Alles. Einmal von allem alles. So. Dialoge handeln, genau. Wenn beim Gespräch neben einer Option der Geldbeutel erscheint, ist das Zeichen für uns, dass wir da handeln können. Dann mache ich das gleiche wie das letzte Mal. Ich gehe kurz hier rein ins Handelsfenster, genau, bla bla bla. Weil ich mir ein bisschen was zu essen mitnehmen will. Nehmen hier ein paar Äpfel mit. Was hat's denn noch? Was haben wir hier? Pflaume. Kriege ich eigentlich Details darüber, wie viel die heilt? Entschuldigung. Scheinbar nett. Verzehrbarer Gegenstand, ja. Bratapfel. Nehmen wir noch 10 Bratäpfel mit, das sollte reichen. Jetzt haben wir schon zu viel Geld ausgegeben. So. Was schreiben die gute Leute? Okay. Ja, ich werde das bestimmt mal spielen, das Kartenspiel. Denk schon. Nur wahrscheinlich jetzt am Anfang noch nicht, weil ich mich erstmal mit dem Spiel selber auseinandersetze und das Kartenspiel vielleicht nebenbei mal mache. Aber ich nehme mir deinen Rat zu Herzen und werde dann die Karte im Angebot kaufen. Kein Problem. So, wir suchen eine Frau. Kannst du uns was sagen? Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, feilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Werden wir tun. So. Warte mal. Wir fragen mal kurz nach dem Greif. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Beenden wir mal das Gespräch. Vielen Dank. Für alles. So. Dann werden wir hier gleich mal ein paar Leute fragen. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich. Ob die was wissen. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran. Besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich versuch's. Ich geb mir Mühe. So.